Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Fleisch aus dem Varoma. Ja, mir ist leider keine bessere Kategorie eingefallen, aber das trifft schon ganz gut, denn wir machen heute Schweinefilet mit einer Weißwein-Pilzsoße, Pilz-Weißweinsoße, bisschen Mascarpone dazu. Das Ganze im Varoma als One-Pot-Gericht. Und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Zuerst mal habe ich mir 500 bis 600 Gramm Schweinefilet besorgt. Das ist jetzt leider, habe ich die jetzt schon etwas stückeln müssen, denn das ist der Rest des Bratschlauchs, den ich habe. Ihr braucht auf jeden Fall Bratschlauch, aber dazu kommen wir erst später. Das Ganze wird etwas gepfeffert und gesalzen und entsprechend eingerieben. Danach kommt das Ganze in den Bratschlauch. Wie gesagt, ich habe leider nicht mehr Mehl und wir wollten jetzt nicht mal extra einkaufen gehen. Diese Folge wollten wir euch heute auf jeden Fall noch präsentieren. Deswegen legen wir die jetzt so schön nebeneinander, möglichst weit auseinander und knipsen das mit diesen Dingern hier entsprechend zu. So, das Ganze kommt jetzt in den Einlegeboden. Wie gesagt, ihr könnt die auch nebeneinander in den Einlegeboden legen, wenn ihr zwei Bratschläuche habt. Ich habe halt jetzt nur einen. 500 Gramm Champignons habe ich geviertelt. Die kommen jetzt unten in den Varoma. Der Einlegeboden oben drauf, der Deckel oben drauf. Das Ganze stellen wir kurz zur Seite. Eine Zwiebel kommt in den Mixtopf und wird 5 Sekunden bei Stufe 5 zerkleinert. Dann kommt der obligatorische Esslöffel Öl dazu. Wir schieben die Zwiebel mit dem Spatel nach unten und dünsten das Ganze jetzt auf Stufe 1 bei 120 Grad. So steht es im Rezept, aber man kann natürlich auch die Varoma-Stufe nehmen. 3 Minuten lang. So, unsere Zwiebeln sind jetzt gedünstet. Und wir geben jetzt 1,5 Liter Wasser bzw. 1600 Milliliter Wasser. Wenn ihr ein TM31 noch habt, müsst ihr ein bisschen weniger Wasser nehmen. Da reichen, glaube ich, so 1200 reichen da auf jeden Fall. Wir schlagen es aber nochmal nach und dann schreiben wir das in die PDF, die ihr wie immer kostenlos runterladen könnt. Steht unten alles in der Beschreibung. 2 Teelöffelchen Salz kommen noch dazu. Dann setzen wir den Varoma natürlich auf. Und garen das Ganze jetzt, dampfgaren das Ganze jetzt 20 Minuten in der Varoma-Stufe. Und zwar reicht da auch die Stufe 1. Minuten sind vorbei, aber es geht natürlich noch weiter, denn wir nehmen den Varoma jetzt einmal komplett hier runter, möglichst ohne zu viel zu versauen. Das sieht schon mal sehr gut aus. Das Fleisch gart auch schon vor sich hin. Hier habe ich noch 250 Gramm Mini-Hörnchen-Nudeln. Was für ein schönes Wort. Die kommen jetzt einfach hier oben durch das Loch in den Kessel. Ich hätte auch den Deckel abmachen können. Also, na gut. Irgendwann ist immer. Dann setzen wir den Varoma wieder auf. Und auch wenn die Hörnchennudeln eine Garzeit von 6 Minuten haben, garen wir das Ganze oder kochen wir das Ganze jetzt nochmal im Varoma 10 Minuten lang. Dieses Mal auch natürlich auf Varoma-Stufe, aber darauf achten, den Linkslauf einzuschalten und die Stufe ist 0,5. Jetzt wird's spannend, denn jetzt kommt unsere Soße. Wir nehmen den Varoma mit dem Filet und den Pilzen schon mal runter. Ich bin mal gespannt, ob das durch ist. Sehr gespannt. Dann seien wir die Nudeln ab. Das Problem ist, dass wir 250 Milliliter von dieser Garflüssigkeit noch brauchen. Das gieße ich jetzt erstmal hier so rein. Die Garflüssigkeit, das müssten auf jeden Fall 250 Milliliter sein. Und den Rest der Nudeln gieße ich über dem Waschbecken ab. Den Topf habe ich jetzt von den Nudeln befreit. Und jetzt kümmern wir uns um die Soße. Wie gesagt, wir brauchen 250 Milliliter von dieser Garflüssigkeit. Die hat übrigens ein tolles Pilzaroma auch noch. Dann haben wir 250 Gramm Mascarpone. Die kommen ebenfalls hier hinein.
Weißwein kommt dazu, das sind 50 Milliliter. Als nächstes unser Suppengrundstock. Ja, ihr könnt natürlich auch einen Gemüsebrühwürfel nehmen, aber ich nehme natürlich unseren selbstgemachten Suppengrundstock. Davon einen Teelöffel. Dann habe ich hier so eine Handvoll Petersilie, die grob gehackt ist, die kommt da ebenfalls hinein. Natürlich Salz, klar. Pfeffer, auch klar. Ein Teelöffelchen Tomatenmark. Mach ich Augenmaß. Tomatenmark ist auch nicht schlimm, wenn es mehr drin ist. Ich mag das. Ich mag es, wenn es tomatisch schmeckt. Das hat so was Frisches. Und eine Prise Zucker können wir noch reinmachen. Und das waren eigentlich schon alle Zutaten für unsere Soße. Die wird jetzt 4 Minuten auf Stufe 3, 100 Grad gekocht. Und dann wird gegessen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das nochmal warm stelle, aber naja, 4 Minuten hält's durch. Bis gleich. Unsere Soße ist ebenfalls fertig und es ist wie immer, es ist natürlich extrem viel Soße. Riecht aber sehr, sehr lecker. Das Schweinefilet habe ich jetzt schon mal aus dem Bratschlauch befreit und ich schaue jetzt einfach auch mal, ob das durch ist. Ja, ist es und auch nicht zu trocken, denn dieser Bratschlauch hält natürlich super gut die Feuchtigkeit. Ich kann euch das mal zeigen hier so, weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Oh, das läuft sogar noch raus. Ich mache mir da jetzt einfach mal so 2 Tranchen hier drauf zum Probieren. Ein paar von den Mini-Hörnchennudeln, die allerdings, da muss ich sagen, etwas aneinander kleben. Die haben ja eigentlich auch nur eine Kochzeit von 6 Minuten, waren 10 Minuten drin. Vielleicht würde ich die beim nächsten Mal dann einfach auch nur 6 Minuten mitkochen. Das ist so, vielleicht hätte man auch einfach einen Esslöffel Öl noch dazu machen können. Weil es da ja Leute gibt, die dann sagen, dann stimmt, dann haftet die Soße nicht so. Jetzt muss ich es irgendwie so stellen, dass ihr einigermaßen sehen könnt, was ich hier so fabriziere. Etwas Soße noch drüber. Ich mache jetzt bewusst eine kleine Portion, denn A, habe ich nicht so viel Hunger, weil schon viel gegessen heute. Ich muss ja immer, darf ja immer probieren hier und B, will ich den Rest später essen. Schauen wir mal. Zuerst natürlich das Wichtigste, das Fleisch. Und wie gesagt, es ist nicht trocken, ist noch schön saftig. Die Soße dazu, absolut fantastisch. Mit den Pilzen harmoniert das. Ich mag diese Soße. Ist vielleicht nicht die leichteste Soße, aber ich liebe sie. Also, Bratschlauch und Schweinefilet haben wir jetzt schon zum 2. Mal gemacht. Wir haben noch ein anderes Rezept, das war glaube ich so mit Senfgemüse oder irgendwie sowas. Müsst ihr mal gucken, legen wir euch unten in die Beschreibung. Da ist dann der Link zu dem anderen Schweinefilet. Aber das hier ist wirklich sehr, sehr lecker. Ich habe das Gefühl, das könnte so ein schönes sommerliches Abendgericht sein. Mir schmeckt's. Und euch hoffentlich auch, wenn ihr das nachkocht. Schreibt es mir einfach runter in die Kommentare, was ihr daraus gemacht habt. Ob ihr schon mal Fleisch überhaupt zubereitet habt im Varoma, so wie wir das jetzt gerade hier getan haben. Wenn dem so ist, wie gesagt, alles runter in die Kommentare. Ich freue mich von euch zu lesen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das nächste Video kommt ganz bestimmt. Wann erfahrt ihr am einfachsten? Wenn ihr hier unten auf die Glocke drückt, dann abonniert ihr den Kanal und werdet informiert, sobald es neue Rezepte gibt hier aus dem Wunderkessel. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.